Willkommen bei Underdog Games. Wir spielen Satisfactorio. Nein, wir spielen Satisfactory. Und da ihr die erste Folge, den Pilotfilm, überstanden habt und wiedergekommen seid, sage ich mal, kann es jetzt ja losgehen. Also, wir starten mit einem Hundeschwanz, der gegen die Hohlraumwandprofile vom Trockenbau schlägt. Nochmal? Nein. Ja, weil immer noch der Umbau hier im vollen Gange ist, aber ich bin guter Dinge, dass mein Büro bald fertig ist. Wenn ich mal kein Computer spiele, dann kann ich auch weiterbauen. Ja, also fangen wir an. Wir wollen ja eigentlich... Hallo, mein Knopf geht schon wieder nicht. So eine Scheiße. Wir wollen ja eigentlich dieses Spiel durchspielen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen das in einer schmutzigen Art und Weise. Aber ich möchte diesen Weltraumlift einfach komplett bedienen. So, bedeutet... Wir müssen mit der Automation beginnen, denn mit der Hand kriegen wir das Spiel nicht gebacken. Das ist kein Factorio, sondern es ist ein richtiges, anspruchsvolles Spiel. Wir schauen mal, was wir für Geräte haben, die wir nutzen können, um dieses Ziel, dieses der oder welcher, zu erreichen. Wir haben also den Konstruktor, kann automatisiert werden, indem Teile mit einem an den Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt werden. Das ist schon mal gut, da können Teile also reingesteckt werden. Die produzierten Teile können automatisch extrahiert werden, indem sie Förderband an den Ausgang angeschlossen sind. Also das heißt, wenn wir das Ding hinstellen, können wir vorne was reinstopfen, hinten was rausholen und dann haben wir quasi einen Arbeitsschritt verarbeitet. Ein Schmelzofen ist wohl das allererste, was wir brauchen, denn der Schmelzofen macht uns aus. Schnippel die Pups, ein Schnippel die Bums. Ihr wisst, was ich meine. Also der macht zum Beispiel aus Kupfer, Kupferbarren und aus Kupfererz, Eisenbarren. Und das ist wohl das ultra geilste Gerät, was wir am Anfang jetzt brauchen. Und deswegen bauen wir jetzt einfach mal Schmelzöfen. So, das bedeutet... Wir würden am besten hergehen und würden jetzt mal hier noch ein bisschen Draht bauen und bauen uns mal zwei Schmelzöfen. Wofür zwei Schmelzöfen, mit dir fragen? Warum dieser Irrsinn? Woher kommt dieser schiere, wie heißt das? Eure Armut kotzt mich an, wie sagt man dazu? Diese übertriebene Art und Weise, ja, die kommt daher, dass ich mir es leisten kann. Ich kann zwei Schmelzöfen bauen und das werde ich auch tun. So, was habt ihr jetzt davon? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ziemlich gut drauf, merke ich gerade, was ist los. Ja, wir bauen also jetzt die Öfen dahin. Und wenn die Öfen fertig sind, geht's weiter. Ja, ich mache erstmal die Sachen da fertig. So, Dingel, Dingel, Dingel. Und wenn wir nicht wissen, wie wir die Schmelzöfen... erstmal schlucken. So, wenn wir nicht wissen, wie wir die Schmelzöfen bauen müssen, dann drücken wir mal auf Plus. Dann haben wir hier das Rezept für einen Schmelzöfen. Und wenn wir nochmal drauf drücken, haben wir das Rezept für zwei Schmelzöfen. Und da sehen wir, uns fehlen noch mindestens 5 Stangen. Also bauen wir noch 5 Stangen. Die können wir zufälligerweise genau bauen. Jetzt haben wir das. Und dann setzen wir die Schmelzöfen hier hin. Ne? So. Schmelzofen 1 an Schmelzofen 2. Bitte kommen. Schmelzofen. Und noch ein Schmelzofen. So, jetzt war es so. Wenn wir Control gedrückt halten, haben wir hier so ein schönes Schnürchen. Seht ihr dieses Schnürchen? Was so einrastet. Wir können also direkt Raster an Raster bauen. Beziehungsweise auch hier haben wir so eine Linie. Wenn ihr komische Geräusche hört, das sind die Hunde, das bin nicht ich. Haben so eine Linie, mit der können wir das dann auch ein bisschen absatzmäßig festmachen. Aber ich möchte ganz gerne hier aneinander bauen. Bam. So. Bedeutet, die Schmelzöfen stehen genau in einem richtigen Abstand, ohne dass wir ein Fundament gebaut haben. Brauchen wir am Anfang nicht, wollen wir nicht. Der linke Schmelzofen, der mir näher ist, wenn wir hier rauskommen, wird der Schmelzofen für Eisen. Und der rechte Schmelzofen wird der Schmelzofen für Kupfer. So, jetzt habe ich das falsch programmiert. Weil ich blöd bin, müssen wir oben auf Rezept auswählen drücken, dann können wir sagen Kupfer. So, also der Kupfer, der Eisen. Jetzt gehe ich hier hin und sage, ey Alter, du kriegst mein ganzes Eisen. Und der kann nur 100 aufnehmen, wie wir sehen. Das ist natürlich dumm, aber besser 100 geschmolzen kriegen, wie 100 an der Kasse da vorne, an der Selbstbezahlerkasse quasi durchgezogen. So, und Kupfer haben wir nicht mehr so viel, dann legen wir alles rein. Die arbeiten nicht. Warum arbeiten die nicht? Die haben ein Rezept, die haben Material im Eingang, sie haben keinen Strom. Also brauchen wir Strom. Strom erstellen wir, indem wir da unten die Tasten mal richtig belegen, und zwar 1, 2 und 3. Das muss ich mal wieder so legen, wie es war, denn sonst funktioniert es einfach nicht. Okay, das mache ich mal schnell. So, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann belegen Sie Ihre Tasten noch heute. Wir haben jetzt also quasi Tasten umgelegt da unten. Ich habe mir das so programmiert, dass es jetzt auch für meine Finger funktioniert. Warum kratze ich mir meine Nase? Ich weiß auch nicht, aber ich gebe euch einen Tipp. Oder ich verrate euch ein Geheimnis. Es kommt kein Popel bei raus. Das ist quasi unproduktives Nasekratzen. Das hat nichts mit herausholen, geschweige denn Essen zu tun. Nice. Also das heißt,
wir wollten Strommasten bauen. Ein Strommast kann ich hier bauen und der braucht aber Eisenstangen und Beton. Beton. Jetzt wissen wir, was uns fehlt. Uns fehlt Beton. Beton kriegen wir hier an diesen wunderbaren Sandsteinvorkommen. Das Sandsteinvorkommen können wir erstmal mit der Hand bearbeiten, wie so eine gute Massage. So, wir haben aber auch schon welche, sehe ich gerade, weil wir den Hauptstein hier runtergenommen haben, diesen Blockierstein. Und auch hier könnten wir vielleicht mal bei Gelegenheit einen Miner draufsetzen, beziehungsweise wir setzen hier keinen Mobile Miner drauf, wir setzen hier gleich einen richtigen Miner drauf, weil, ja, ich sag mal, das ist ja okay. So, wir haben das genug abgeklopft. Jetzt bauen wir uns daraus Beton. Schöne Beton. Komm, schneller, schneller, schneller. Beton. Wie gesagt, das Ziel ist es, dass wir hier Quick and Dirty spielen. Und zum Schluss, wenn wir das wirklich wollen und wenn ihr alle noch dabei seid oder viele noch dabei sind oder sehr, sehr großes Interesse ist, dann auch wirklich schöne Fabriken bauen, schöne Häuser und das alles in schick machen. Aber das können wir dann machen, wenn das Spiel mit Endgame ist und wir immer noch Lust haben. Denn das ist ja immer das Problem. Diese ausschweifende Kacke, die ich dann da anfange, die ist einfach zu langweilig für euch. Verstehe ich ja auch. Verstehe ich alles. Ich habe für alles Verständnis. Alles. Außer Pimmel abschneiden, habe ich kein Verständnis für. Aber auch da muss jeder wissen, was er macht. Und, ja. Au. Au, au, nein. Vor allem, wie macht man das dann? Wenn der weg ist, der Schlimmel, Lingel, Schlingel. Was mache ich denn ohne Schlingel? Oh, scheiße. Egal. So, also, ich habe hier einen Strommast, den können wir bauen. Da ist der erste Schlingel quasi. Und den kann ich hier hinsetzen. Ich kann aber auch gleich sagen, ich nehme ein Kabel, schließe das Kabel an dem Schnippel da oben an. Schon wieder sind wir beim Schnippel. Wir haben nicht genug Kabel. Scheiße. Uns fehlt noch Kabel. Also den Mast könnten wir setzen, aber das Verbindungskabel haben wir nicht. Ich hoffe, das kommt hier mit meinem Internet-Service-Provider nicht auch so, dass die herkommen und sagen, so, jetzt haben wir Glasfaser hier, uns fehlt aber leider noch das Kabel. Wir haben hier nur, keine Ahnung was, in der Hand. Das hoffen wir mal, dass es nicht passiert. So, also, raus geht's und wir nehmen das Kabel. Fuck, wir nehmen das Kabel, stecken das da oben dran und schon haben wir, weil er weiß, ey, ich habe keinen Mast zum Anschließen in der Nähe. Schon haben wir, den Mast, den wir hinsetzen können. Und an den können wir weitere drei anschließen. Also immer vier Port Points sind frei. Aber das Problem ist jetzt hier, ich sehe es gerade, wir haben nicht genug anderes Zeug. Also gehen wir zurück und bauen uns noch Kupferdraht. Kupferdraht können wir nicht bauen, weil ich blöd bin und alles in diesen Automat geschmissen habe. Die Kamera ist auch ein bisschen empfindlich eingestellt, merke ich gerade. Stell dich mal jetzt so an, Kamera, ehrlich. So. Also wieder zurück über die Rüben. Und ihr seht, das braucht halt eben alles seine Zeit. Besonders, wenn man dumm ist. Aber das wird, es wird versprochen. Es wird auf einmal einen richtigen Multiplikator geben, meiner Sinne. Und ihr werdet ultraschnell viel erleben. So, haben wir jetzt gebaut. Jetzt bauen wir noch ein bisschen Draht. Schneller. Schneller. Aber kein Kabel draus machen, ne? Nur Draht lassen, weil den Draht brauchen wir jetzt. Okay, und los geht's. Wir bauen ein Kabel, sagen wir. Das Kabel schließen wir hier an und setzen uns den ersten Strommast. Was ich nicht mag, ist, wenn es so durchläuft. Seht ihr das? Das finde ich wie kacke. Also ich will schon, zumindest auch wenn es dirty wird, will ich, dass es wenigstens nett da durchhüpft. Ja, das ist mir wichtig. Also das müsst ihr verstehen, das mache ich auch. Das geht nicht. Ja, das Kabel muss irgendwo entlanglaufen, wo es nicht unbedingt direkt durchhängt. So, ne? Alles klar. Kabel von da nach da und von da nach da. Sieht auch scheiße aus. Also machen wir noch einen hier hin. Und schließen es dann von hier nach da an. Na, es muss irgendwie ein bisschen, aber ansonsten ist doch okay. Ist doch jetzt so ein bisschen so Spaghetti-mäßig, aber auf jeden Fall schneller, wie wenn ich jetzt genau ausmesse. So, das funktioniert. Die beiden Maschinen arbeiten. Und am besten wäre es, wenn da jetzt was schon rauskommen würde. Aber wir haben nur das Hub, wir haben nur den Konstruktor, wir haben die Werkbank, wir haben sonst nichts weiteres. Wir müssen jetzt erstmal hier den Kram befriedigen. Bedeutet, wir bräuchten noch 10 Beton fürs Upgrade vom Hub. Gucken wir mal, ob wir das schon hochschicken könnten. Ja, wir bräuchten 20 Kabel und 75 Eisenplatten. Da holen wir uns doch mal hier aus dem Ofen mal die Eisenbarren raus, weil das müssen wir nicht mehr machen. Und machen uns jetzt die Eisenplatten. Dinge, dinge, ding, ging, 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 ging. Okay, fertig. Und die stecken wir jetzt hier da rein. Und wir sehen, das ist einfach ein Prozess, der dauert ein bisschen. Deswegen schneiden wir den einfach raus. Und da wir nicht gestorben sind,
haben wir das Material zusammengeräumt. Ich habe also alles in der Hand gecraftet und das wird natürlich jetzt gleich geändert, sodass es automatisch gebaut wird. Aber ich habe jetzt die 75 Platten gemacht, die 20 Kabel und die 10 von 10 Beton aus den Sandsteinen, die wir dahin geholt haben. Und jetzt haben wir neue Gebäude bekommen. Wir gucken mal. Danke. Danke. Inventory hat additional slots bekommen. Was Slot ist, möchte ich jetzt nicht übersetzen, finde ich ordinär, aber ich sag mal, ist nichts Gutes. So, also, wir haben jetzt hier verschiedene Sachen bekommen. Lagercontainer, den Miner, oh, ein Miner, und Inventarplätze. Also, die wir bei dem nächsten Upgrade kriegen. Wir haben jetzt bekommen Inventarplätze, Förderbänder und Fördermast. Ich würde sagen, wir machen das auch noch mit der Hand. Wobei ich sagen muss, wir können vielleicht schon den ersten wunderbaren Constructor bauen, denn aus den Eisenplatten kommen ja hier, also wenn wir hier jetzt mal so hier rausziehen den Kram, wenn wir Control gedrückt haben, können wir die auch gerade rausziehen. Nur mal so zum Tipp, als Tippi-Tipp. Und warum nicht gerade ziehen, wenn wir es jetzt hier einfach so machen können? Ich muss hier jetzt nicht absichtliche Unordnung reinbringen. Und dann kommen uns diese Produkte rausgefahren. Da sind sie schon. So, die können wir jetzt schnappen und können sie hier einzeln aufheben. Wir können sie aus dem Container rausnehmen. Wir können quasi machen, was wir wollen. Das war das, was ich vorhin am Anfang meinte in der ersten Folge. Hier backen die halt eben nicht rum. Das heißt, hier siehst du immer, du, ich habe dich geduzt, Alter, ich habe jemanden geduzt. Hier sieht man immer, dass die Sachen wirklich auch ankommen. Und das ist total wichtig, denn im Multiplayer auf dem Server ist es oftmals so, dass die Sachen so rumbacken und dann so stehen bleiben und da hinten dran laden und nicht und da. Und dann weißt du nicht, ist das Förderband nicht richtig angeschlossen, ist irgendwas kaputt, gibt es einen Fehler. Ist hier nicht der Fall. Hier ist alles ganz smooth. Nur mal so, by the way. Okay. So, jetzt sind aber die Dinge natürlich leer gelaufen, weil ja keine Erze mehr drin sind. Also schmeiße ich hier wieder die Erze mit der Hand rein. Was wäre da nicht interessanter hinten dran? Hinten dran wäre natürlich interessant, wenn wir da eine Maschine hätten, die uns die ganzen Erze da reinsteckt. Also zum Beispiel dieser Container, den wir als nächstes bekommen. Und auf diesen Weg begeben wir uns jetzt. Wir bauen jetzt einfach nochmal schnell. Ach nee, wir machen uns gleich schon mal ein Gerät. Also, das erste Gerät ist der Konstruktor. Da brauchen wir, um den Konstruktor zu bauen, wir machen mal zwei Stück davon, würde ich sagen. Zwei Stück bauen wir mal. Ein Konstruktor braucht, sehen wir hier, vier von diesen besonderen Eisenplatten und 16 Kabel. Kabel haben wir gleich. So, Kabel ist fertig. Und diese verstärkten Eisenplatten haben wir nicht, weil dafür brauchen wir nämlich Platten und 12 Schrauben. Also bauen wir erstmal den ganzen Kram fertig. Und so wie wir das haben, machen wir gerade weiter. So, und beim Fertigungsprozess merken wir halt eben, dass wir für dieses Ding hier brauchen Schrauben und Platten. Platten müssen wir einzeln bauen, Schrauben müssen wir einzeln bauen. Schrauben werden nicht direkt aus Eisen gemacht, sondern Schrauben werden aus Eisenstangen gemacht. Eisenstangen müssen wir einzeln bauen aus Barren. Das heißt, dieser ganze Prozess wird jetzt langsam zu aufwendig, um es mit der Hand zu machen. Bedeutet, wir bauen jetzt diese zwei Stück noch. Das heißt, wir haben insgesamt vier Eisenplatten, verstärkte. Und dann automatisieren wir erstmal unseren Kram, so dass wir hier die grundlegenden Dinge mal produzieren können. Zum Beispiel bauen wir einen Konstruktor hier hin. Und da wird es jetzt voll cool, weil wir können einfach so hinsetzen. Wir sehen ja hier ein bisschen so den Mittelpunkt. Wenn wir Kontrolle gedrückt halten, fahren wir auch auf der Schiene, dass wir auf der Line sind von diesem Ding hier. Und da schließen wir jetzt den Kram gerade an. Aha, wir haben nicht genug Eisenplatten, deswegen können wir das nicht machen. Da machen wir so schnell ein paar Eisenplatten. Und der wird uns als allererstes Eisenplatten bauen. Weil Eisenplatten ist tatsächlich ein richtiges, wichtiges Gut. Ohne Eisenplatten ist es blöd. Alles ist blöd ohne Eisenplatten. So, also Eisenplatten haben wir. Okay, und jetzt bauen wir das Ding da dran. Förderband von hier nach da. Jetzt kommen die angetuckert hier und jetzt bauen wir mal einen Strommast, beziehungsweise wir bauen ein weiteres Kabel hier dran. Ist ja noch Platz, ne? Wir haben Platz. Und wenn ihr mal einen weiteren Mast bauen wollt und nicht wisst wie, dann nehmt ihr euch einfach den Strommast. Okay, wir brauchen noch Eisenstangen. Entschuldigung, ich kann es jetzt schlecht produzieren. Ich produziere mich nicht. Ich meine natürlich, wir brauchen jetzt noch weitere Dinge, um das bauen zu können. Aber ich möchte es kurz zeigen, weil ich habe immer ein Riesengeschiss gemacht. Ich habe dann abgeklemmt die Masten, habe dann wieder neue Masten angeklemmt, den ganzen Kram gemacht. Geht aber viel einfacher, denn ihr müsst einfach nur alles haben, um Mast zu bauen. Ist ja klar, Mast und Kabel, logisch. Draht, auch noch. Draht. Und noch ein bisschen Kabel. So. Wie gesagt, später die Taschen voll mit dem Scheiß und wisst gar nicht mehr wohin. Am Anfang aber nicht. So, wenn jetzt dieser Mast hier voll wäre, weil er vier Abzweige hätte und die vier Abzweige sind voll. Das sieht man auch, wenn man mit dem Kabel da drauf geht. Da steht dann 3 von 4. Ne? Das wäre das Letzte, was ich anschließen kann. Habe ich immer einen Mast hier hingesetzt, habe den dann hier hingeklemmt, habe dann von da aus wieder weitergemacht. Und was kam noch dazu? Das Ärgernis,
dass ich dann manchmal, wenn hier voll war, ich dann erstmal eine Leitung abklemmen musste, die dann wegmachen musste, dann einen eingebaut habe, hingebaut und dann das dazwischen geklemmt. So, geht ganz anders. Ihr nehmt einfach euren Mast da und dann fahrt ihr einfach mit der Maus an die Stromleitung, wo ihr dazwischen wollt. Und dann geht ihr einfach hin und sagt, ich möchte ganz gerne hier dazwischen klemmen. Dahin. So. Und dann habt ihr den Abzweig gebaut. Dann sagt ihr, ich möchte ihn da hinsetzen. Und schon wird dieser Mast als Zwischenpunkt gesetzt. Das Kabel wird dann angespannt. Ihr könntet dann von hier aus weiter mit dem neuen Kabel an das Gerät gehen, wenn es jetzt nicht angeschlossen wäre. Das war einfach nur eine Demo, wie man dazwischen was reinfuscht. Und so kann man das immer wieder machen. Ich möchte dieses Kabel rein, diesen Strang mittig, sag ich mal. Und dann möchte ich es ganz gerne hier hinsetzen. Dann sehen wir schon, wie das Kabel sich so in die Richtung zieht. Alles klar. Okay, denke, ist verständlich. Wenn nicht, kann ich ja ihm auch nicht helfen. Ich kann ja nicht jedem helfen. Das geht ja nicht. So, Kabel von da nach da. So, alles ist am Strom angeschlossen. Dieses Gerät bekommt seine Eisenplatten, also Eisenbarren, und macht uns Eisenplatten. Alles klar. Der Scheiß fährt rein in die Maschine. Die Maschine arbeitet und stanzt uns das klein oder groß, wie ihr wollt. Und hier kommt es raus. Und da können wir uns jetzt die Eisenplatten bestauen. Also eigentlich ganz easy bis hierhin. Denke ich, sollte jeder noch folgen können. Und ja, läuft, würde ich sagen. Läuft. So, also Eisenplatten brauchen wir jetzt keine mit der Hand machen. Die werden produziert. Und jetzt gucken wir weiter, was wir noch brauchen, um diese tollen Platten zu bauen. Eisenplatten und Stangen. Wir brauchen also Stangen. Mit den Stangen, das sind die hier, die machen wir auch wieder aus dem Rohstoff. Jetzt gucke ich mal, haben wir schon was zum Splitten? Können wir also schon hier den Weg des Materials splitten? Nein, können wir nicht. Wir haben nur die Federbahn, Federmast. Das kommt dann danach irgendwann. Denn wir müssen jetzt hier diesen Strang aufsplitten und einen zweiten Konstruktor nebendran stellen, weil wir aus diesen Rohstoffen auch nochmal was bauen wollen. Ja, logisch. Also, ist halt nett. Und deshalb stecken wir hier mit der Hand nochmal was rein und schauen mal, ob wir vielleicht schon einen Erzförderer bauen können. Nein. Also, das heißt, wir bauen hier jetzt mit der Hand weiter, so wie wir es auch schon angefangen haben, und machen uns mal hier unseren Meilenstein. Aktivieren wir und sehen, was wir noch alles brauchen. Das baue ich schnell. So, und da wir schön merken, dass uns das Handcrafting ganz schön auf die Eier geht, erst Plattdings zu Bums, dann Platten, dann Rohre, dann Stangen, dann Kabel, dann Kupferdraht und dann Kabel draus bauen und das nicht alles und dies nicht alles. Und dann merken wir noch, unser Material wird uns einfach leer, also geht uns leer. Dann müssen wir dann hochlaufen, müssen das Kupfer abholen. Also das Spiel zeigt uns schon, wo der Frosch die Locken hat und möchte uns einfach zeigen, Junge, du kannst es da mit der Hand bauen, bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann musst du einfach mal automatisieren. Ich sträube mich aber dagegen, solange ich nicht den gewissen Automations, die Möglichkeit habe, so die ich mir so vorstelle, sträube ich mich dagegen, das jetzt so zwischendurch zu bauen. Ja, also ich möchte schon, wenn es geht, die Automation so bauen, dass sie auch wirklich funktioniert. Außerdem müssen wir, währenddessen wir laufen, ein paar Blumen einsammeln. Also deswegen mache ich es lieber erstmal so ein bisschen händisch weiter, bis wir dann wirklich Extraktoren, Splitter und so weiter haben. Und dann baue ich es einmal komplett auf. Und dann sollte es ja auch funktionieren. So. Wenn man keine Hilfsmittel hat, um sich irgendwo an Kabeln festzuhalten, um die Kabelrutsche zu nutzen, um Jetpack zu nutzen, zum Schweben, Fliegen und so weiter, dann ist man natürlich ganz schön aufgeschmissen, wenn man so Berge runter möchte. Muss man aufpassen, weil runterfallen ist auch nicht gesund. Aber wie ihr seht, es geht halt. Das ist halt der Anfang vom Spiel. Und am Anfang ist halt eben alles ein bisschen schwerer oder ich sag mal anders schwer als sonst. Aber es hat alles seine schönen und seine schlechten Seiten, finde ich. Ne? Also definitiv. So, hier ist schon fast die Biomasse wieder leer. Dann schmeißen wir das mal rein, dass der weiter Strom erzeugen kann für die Geräte. Und hier stopfen wir jetzt mal das Eisen noch rein. Und hier schmeißen wir das Kupfer rein. So, können die weiter produzieren. Und wir brauchen jetzt, was eigentlich? Warum bin ich hier? Ich brauche Kupfer, ne? Ja, was brauche ich? Kupfer. Kupfer. Mehr ist da nicht drin. Na gut. Dann schauen wir mal, ob das schon reicht. Geben wir erstmal ab, was abzugeben ist. Und zwar Beton. Reicht nicht ganz. Reicht auch nicht ganz. Und Eisenstangen, das reicht ganz. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Beton und ein bisschen Kabel. Kabel aus Draht, das kriegen wir hin. Haben wir eben die Barren gesammelt. Wir brauchen noch wie viel? 11. 11, alles klar, können wir machen. Hier, passt. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen Stein holen, um den letzten Beton herzustellen. Den letzten manuellen Beton. Das ist ein Versprechen. Und es ist kein Wahlversprechen. Dieses Versprechen muss ich auch einhalten.
Ding, 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 ding. Ja, man muss auch einen an der Latte haben. Aber wenn man jetzt hier noch dabei ist, wie schon gesagt, wenn man jetzt noch zuschaut, dann hat man einen an der Latte. Muss ich einfach so sagen. Das möchte ich nicht beleidigend meinen oder so. Ich meine einfach, wer jetzt noch zuschaut, bei dem vielen dummen Gelaber, der ist einfach leicht, ich sag mal, infiziert. Und dann könntest du auch mir was Gutes tun und auf den kleinen Daumen nach oben Knopf drücken, denn ein Like-Button, ein Knöpfchen, der kostet kein Geld und ist für mich das Schönste auf der Welt. Geil, oder? Hab ich mir gerade so ausgedacht. Ha, bin ich stolz auf mich. Ja, also wie gesagt, der Like-Knopf ist tatsächlich sehr mächtig, besonders wenn die ganz viele drücken. Und natürlich nicht oft drücken, weil wenn du den oft drückst, der geht an und aus, ist auch nicht so gut. So, also, das heißt, einmal drücken reicht. Jetzt geben wir den Kram ab und dann würde ich sagen, können wir schon die nächste Automatisierungsstufe starten, dass wir automatisch abbauen. Und das ist natürlich fantastisch Pannekuchen. Da. Ach du Scheiße, es reicht noch nicht mal. Oh mein Gott, es reicht noch nicht mal. Nein, es reicht nicht. Gib mir einen Autominer, los. Autominer. Rohre. Gib mir mehr Rohre. Oh, haben wir keine. Verdammte Scheiße. Wir brauchen noch Rohre. Rohre, Rohre. Und da haben wir sie. Super, danke schön. Das sind keine Rohre, das sind Stangen. Voll, Material ist voll. Das volle Material sind immer Stangen. So, wir bauen jetzt zwei Autominer. Die nehme ich mit. Die stelle ich da hinten drauf, weil es gibt mich auf den Keks. Gebt mir total auf den Keks. Dass es so ewig dauert. Da gibt es hier keinen, haben wir alle platt gemacht in der Nähe. Können wir auch direkt das Ding draufsetzen. Einen. Und den zweiten. Fangt an zu arbeiten. Bis der aufgebaut ist, hat er schon 10 Stück im Lager, aber das ist einfach so. Aber die Animation ist einfach prächtig, ehrlich. Ist einfach prächtig. Okay, da steht ein bisschen in der Luft, aber da kann er auch nichts dazu, der Arme. So. Ja, und die bauen das quasi zusammen ab. Ist eine schöne Sache. Warum auch nicht? Außerdem brauchen wir eh einen, wenn wir es nachher automatisieren, den Miner draufstellen, den Haupt, den richtigen Miner, dann brauchen wir ja sowieso einen Mobile Miner als Bohrkopf, der dann dran geschraubt wird. Und somit ist es keine Verschwendung, hier auf jeden Fall einen hinzusetzen. Ja. Können wir auch gleich machen. Ist auf jeden Fall nicht falsch. So. Könnte reichen. Könnte reichen. Der Rest wird ja gebaut, automatisch. Ne, das ist Automatisierung. Die bohren weiter, währenddessen ich hier was anderes mache. Apropos bohren, ich muss bald zum Zahnarzt. Ich habe gar keinen Bock. Aber könnt ihr euch erinnern an meinen abgebrochenen Aua gemacht hat? Vor Weihnachten, am 24. ist mir abgebrochen der Zahn. Das wird jetzt gemacht. Ja. So ist es, wenn man einen neuen Zahnarzttermin braucht. Ich muss aber auch in Schutz nehmend sagen, ich habe mir einen neuen Zahnarzt ausgesucht und der hat halt eben erst dann Zeit. Aber ist schon brutal, ne? So lang. Ich meine, klar, ist nichts Schlimmes, tut nicht weh, aber die Ecke vom Zahn ist weg. Und das kann ja auch nicht gesund sein für den Zahn, wenn daneben dann diese Bruchstelle frei ist. Aber okay, soviel zum Privaten. So, meine MK1 ist freigeschaltet. Lagercontainer, super gut. Und zusätzliche Biomassegenerator. Also, wir haben jetzt tolle Dinge. Als Beispiel hier hinten den weiteren Biomassegenerator. Der ist toll, weil da können wir auch noch Essen reinschmeißen, also Essen für den Biomassegenerator. Und können auch ein Kabel dran klemmen. So, dann ist der mit angeklemmt. Jetzt teilen die sich die Arbeit. Das heißt, die haben jetzt doppelt so viel Tank an Material. Die haben doppelt so viel maximale Stromlast, die sie raushauen können. Das ist alles eine gute Sache. Wir sehen sie auch hier. Ja, wir haben ja jetzt doppelt aufgestockt. Und das ist gut. Ja, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Den Rest machen wir später. Als alter Autoelektriker weiß ich natürlich genau, was da steht. Trotzdem verwechsel ich es manchmal, weil es einfach irgendwie unklar erklärt ist. Aber das machen wir dann. So wie es um Strom geht, kümmern wir uns auch drum. So, Eisen lege ich rein, unser letztes Eisen. Ich ziehe mal wieder unseren Zapper an, falls es Ärger gibt. Ich lege mal alles Unnötige, lege ich mal hier rein. Das sind diese Schuppen. Das war es auch schon. Schuppen und das Zeug da. Die Nüsse sind zum Essen, falls es mir schlecht geht. Okay. So, wir gucken rein. Wir haben jetzt als allererstes die Miner. Wir brauchen Miner und zwar 1 für Stein, 2 für Eisen, also sind wir schon bei 3. Ich sag mal 2 Stück für Eisen, 3. Und da hinten Kupfer, eine 4. Also 4 Miner. Wo sind sie? Hier.
So, die Sachen stelle ich mir jetzt zusammen für diese vier Miner. Die Mobile Miner sind klar, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil die stehen ja überall rum. Aber wir brauchen das für die vier Miner, das Zeug. Das heißt, wir brauchen noch mehr Beton. Holen wir uns da hinten mal ab. Bauen uns noch ein paar Kabel. Und da sehen wir, dass wir einen Fehler gemacht haben, weil ich will ja vier Miner bauen. So, brauchen wir ganz schön viel mehr Beton. Und dann wird das heute, diese Folge, noch komplett automatisiert, so dass wir wirklich ein rundes Ding haben, dass wir hier alle abbauen, alle Erze und alles hierher fördern und sogar in die Kisten liefern, beziehungsweise in die großen Container. Aber das sehen wir dann gleich. Erstmal mache ich mir jetzt hier ran an die Strafarbeit und crafte mal das Zeug zusammen. So, und da sind wir schon soweit. Dann würde ich auch sagen, wir gehen mal hier nebenhin und klatschen mal den ersten Miner hin. Miner aufheben, da kriegen wir auch das ganze Erz, was drin war. Und hocken den mal da drauf. So, der Miner hat Ausrüstungsspuckrichtungen. Und ich sag mal, wir spucken mal, auch wenn es uns nicht so wichtig ist, in die Richtung, wo wir hin müssen. Denn das macht ja einfach nur Sinn. So. Als nächstes, was den Aufbau angeht, weil es einfach nicht schwieriger sein muss, wie es ist, nehmen wir uns natürlich den Schmelzofen von da drüben weg. Rasieren hier das Förderband ab. Die Bodenstelze und da hinten das Teil. Und klatschen den Scheiß quasi direkt vor den Miner. Warum? Wenn es gemeinert wird, können wir es auch schmelzen. Die Erze müssen nicht in Rohform hierher. Es gibt keinen Grund dafür. Und jetzt halten wir Ctrl gedrückt und setzen ihn auch genau davor. Denn, wie schon mal gesagt, wir müssen ja kein Durcheinander bauen. Ja. Ich mache keinen Hehl draus, aber wir müssen auch nicht extra Durcheinander machen. Ein bisschen Abstand lasse ich auch mal dazwischen, da können wir später einen Splitter hinsetzen. Falls wir irgendwas hätten, dass die unheimlich viel produzieren, zum Beispiel durch Upgrades, Boosts und so weiter, oder bessere Miner, und der hier nicht so viel schmelzen kann, weil es ein kleiner Schmelzofen ist, oder was auch immer. Fakt ist, wenn der hier zu viel macht, können wir hier splitten und können das noch auf andere Öfen verteilen. So, der Ofen ist natürlich ein Ofen, der Eisen macht, ist ja ganz klar. Wir können schon ein bisschen reinfüttern, dass er was im Vorlauf hat. Und dann schiebt er das Zeug raus, cheep in den Ofen rein, cheep, cheep. So, Hammer. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt in einen Konstruktor, und zwar in den hier. Der Konstruktor, der macht uns dann Eisenplatten. So, Konstruktor, machen wir hier das nochmal weg. Okay, so kriegen wir es nicht weg. So können wir vielleicht so ein komisches Vieh abtreiben hier oben. Wie heißen die? Diese Rennaffen. Aber ansonsten kriegen wir hier nichts weg damit gemacht. So, Ctrl gedrückt halten, wieder ein bisschen Abstand, falls wir noch Material abzapfen müssen. Auch da ist wieder Platz ist King. Oder so ähnlich. Und da machen wir als allererstes mal Eisenplatten. Haben wir eben schon gemacht. Aber jetzt kriegen wir den Scheiß direkt aus dem Kram rausgesuckelt. Nehmen wir uns mal hier. Alter, die Knöpfe sind nicht richtig belegt. Ich muss die 1 für den Dings noch umlegen. Das mache ich auch mal sofort. Optionen, Tastenbelegung. Das P ist nicht intuitiv. Das funktioniert nicht bei mir. Das muss dahin. Wundert euch nicht über diese Tasten. Das ist, kann euch völlig scheißegal sein. Das ist mein Hirn. Okay. Also, Kabel. Hierhin. Batsch. Ein weiteres Kabel. Ich wollte an die Statuslampe anschließen, wie witzig ich bin. Hier hin. Jetzt geht gerade über das Rohr drüber, das ist okay. Und das Ding auch hier hin. Und das wird direkt am Haus angeschlossen. Können wir nicht, es fehlt ein Kabel. Gucken wir mal, ob wir hier eine Werkbank setzen können. Können wir nicht, wir haben nicht genug Rohre, okay. Warum hätte ich eine Werkbank gesetzt? Die externe Werkbank hat den Vorteil, wenn wir die externen Werkbänke hinsetzen, müssen wir nicht so weit laufen, um was zu bauen. Zum Beispiel jetzt hier, das ist ja total ultra nervig. Aber gut, müssen wir halt nicht. Konnten wir halt nicht. Deswegen ging es nicht. So, schließen wir das hier an. Patsch. Die ganzen Maschinen haben Strom, wir haben einen Auftrag. Es wird produziert, es wird gebohrt. Es kommt raus. Und die Sache funktioniert. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt haben wir eben dann noch ein Eisenfeld, ein weiteres Eisenfeld. Dann machen wir es nochmal so. Wir bauen mal diese Miner ab. Einfach aufheben alle. Alles aufheben. Alle rauskommen, bitte. War ich mal im Schweißlehrgang gewesen, als kleiner Auszubildender. Und da waren wir in so einzelnen Kammern. Und da haben wir Schweißen lernen sollen. Und der Chef von dem Ding war, ich sag mal, ein Italiener. Darf man sowas noch sagen heute? Ja, okay, darf man sagen, oder? Weiß ich nicht. Ah ja, ja, diese Regeln immer. War ein Italiener und hatte so einen richtig krassen italienischen Akzent. Wir fahren wahrscheinlich in Urlaub nach Italien oder Spanien. Wir sind uns noch nicht ganz klar, weil alles ist ausgebucht. Ich will nur damit sagen, wir lieben diese Kultur und diese Länder. Aber der hat immer gesagt, alle rauskommen, alle rauskommen.
Und da hast du deine Maske abgesetzt, hast dein Schweißgerät zur Seite gelegt, bist rausgekommen, musst du dann zeigen, was du gemacht hast bis dahin. Also musst du quasi präsentieren, was du geschafft hast in der Zeit. Und der war ziemlich streng, aber lustig. Der hat einmal in die Ohren gehauen, wenn du es nicht richtig gemacht hast oder wenn du nicht fertig warst und so. Und ich hatte einen Kumpel, der Farid, ich werde dich nie vergessen, ein ultra komischer Typ, Marokkaner, ein super, super geiler Kerl zu seiner Zeit, als wir zusammen die Schule und die Ausbildung gemacht haben. Beste, wo gibt, hätte ich beinahe gesagt. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann sich in diese Kammer gestellt und ruft aus seiner Kammer raus, aber die waren ja oben offen, ne? Alle rauskommen, alle rauskommen. Und alle haben gedacht, das wäre der Dings. Und alle kommen raus. Hat es erstmal Ohrfeigen gegeben für jeden, weil der wusste ja nicht, wer hat es gemacht. Ja. Und dann hast du, wenn er dann selbst gerufen hat, hast du Schiss gehabt, dass er wieder verarscht wurde oder wir verarscht worden sind. Aber das waren so ein paar Sachen, die waren cool. Ja, soviel zum Thema Schweißlehrgang. Aber ja, Geschichten aus meiner Jugend. Ach, das ist lang hier. Schmelzofen. Haben wir hier Platz? Nee, das ist, was ich meine. Jetzt haben wir keinen Platz. Jetzt setzen wir es halt eben ziemlich nah beieinander. Oh, wir haben keine Materialien. Alles klar. Dann mache ich mal den Schmelzofen hier weg. Braucht ja auch keiner mehr. So, jetzt haben wir wieder Material. So einfach geht es. So, Schmelzofen setzen. Die Kontrolltaste hilft euch da echt gut. Weil mit STRG, Control quasi, könnt ihr euch das schön in Linie setzen. Ne? Dass es ein bisschen in der Linie sitzt. So, hier wird produziert jetzt Kupfer bzw. Kupferbarren. Die sollte auch anspringen, die Maschine, spätestens, wenn wir hier einen Strommast gesetzt haben. Oder nur ein Kabel. Hallo? Warum schläfst du? Kein Strom. Ah! Wir haben alle keinen Strom. Okay, wir brauchen Strom. Shit, wir brauchen Strom. Und wir sind schon wieder voll über der Zeit, Leute. Also, das sieht so aus. Wir sind voll über der Zeit. Das geht überhaupt nicht. Die Folgen dürfen nicht so lang sein. Das ist der Stand der Dinge. Da oben liegt eine Elektroschnecke, die holen wir uns dann auch noch. Also, so ist Stand der Dinge. Ich darf nicht so viel schwätzen, ich muss mehr schneiden. Aber in dem Fall ist es halt eben so. Danke fürs Zuschauen. Hab euch alle lieb. Piep, piep, piep. Guten Appetit und so. Und die nächste Folge kommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir im Spaghetti-Land zusammen weitermachen können. Bis dann. Ciao, ciao. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? Yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah?